Für die Fraktion der FDP-DVP erteile ich das Wort an Herrn Fraktionsvorsitzenden Dr. Rülke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann an das anschließen, was der Kollege Gall gerade gesagt hat. In der Tat, 0,17% des Gesamthaushaltes für den Landtag. Es soll nicht unser Bestreben sein, diesen Anteil möglichst aus Gründen des Selbstbewusstseins zu erhöhen. Aber es ist schon notwendig, dieses Verhältnis auch mal öffentlich deutlich zu machen und auch deutlich zu machen, die Legislative ist wichtig in diesem Land und es steht dieser Legislative auch gut an, gerade gegenüber der Exekutive Selbstbewusstsein zu zeigen. Deshalb tragen wir ausdrücklich mit, dass die Aufgaben dieser Legislative ernst genommen werden und wir tragen ausdrücklich mit, dass diese Legislative dann eben auch auskömmlich ausgestattet wird. Deshalb die Ausführungen zum vorangegangenen Tagesordnungspunkt. Das schließt den Datenschutz ein. Und in der Tat, ich unterstreiche das, was der Kollege Gall gesagt hat, das hätte besser laufen können an die Adresse von Grünen und CDU mit den Stellen beim Beauftragten für den Datenschutz. Aber gut, wir wissen, es ist eine wichtige Aufgabe, und tragen das Ganze dem Grunde nach mit, wie im Übrigen auch die Themen politische Bildung. Ich glaube, eine wichtige Aufgabe in diesem Land, und es ist auch wichtig, dass der Landtag das an sich gezogen hat, genauso wie die Öffentlichkeitsarbeit. Deshalb sind uns die Kosten für das Medienzentrum auch nicht zu viel. Selbstbewusstsein gegenüber der Regierung bedeutet eben auch, dass der Landtag gut ausgestattet ist, dass wir gut arbeitende Mitarbeiter haben. Und ich möchte an dieser Stelle auch namens der FDP-Fraktion unseren herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, aber auch der Fraktionen und der Abgeordneten zu Protokoll geben. Es ist wichtig, dass diese Leute auch das entsprechende Feedback erhalten. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, und die Kollegin Rassavi hat es ja angesprochen, dass die Ministerien, gerade auch das Staatsministerium, wurde ja von der Kollegin Rassavi kritisch erwähnt, mit dem Stellenaufwuchs durchaus eigenes exekutives Selbstbewusstsein deutlich macht, ist es, glaube ich, auch nicht falsch, dass die Legislative mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein an dieser Stelle agiert. Und dennoch, auch das unterstreiche ich namens meiner Fraktion, ist der Landtag von Baden-Württemberg im Vergleich der Länderparlamente immer noch günstig. Es ist nicht unser Ziel, jetzt mit Bayern gleichzuziehen, was die Gesamtkosten anlangt. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, wir können nach wie vor für uns in Anspruch nehmen, dass wir, was Kostengünstigkeit anlangt, uns nicht zu verstecken brauchen. Und in der Tat, wenn die AfD sich hier ständig profiliert als Sparfüchse, irgendwelche Anträge stellt, die dazu geeignet sein sollen, die Kosten zu senken des Landtags von Baden-Württemberg, habe ich schon auch die Frage, Herr Meuthen, Ihre operettenhafte Fraktionsteilung, die hat ja auch Geld gekostet. Da haben Sie dann heldenhaft verkündet, diese Verfügungsmittel zahlen Sie zurück. Ja, haben Sie zurückgezahlt? Haben Sie inzwischen alles zurückgezahlt? Nehmen wir zu Protokoll, es wurde alles zurückgezahlt. Ah, jetzt fangen Sie wieder an, rumzueiern, wie immer bei Ihnen. Das ist das Typische, ob das jetzt um Äußerungen von Herrn Höcke geht, um irgendwelche Umtriebe in Ihrer Fraktion, um die Frage, ob Sie zurückgezahlt haben oder nicht. Immer erklären Sie natürlich und dann rudern Sie zurück und eiern rum. Das ist typisch, das ist Ihr Politikstil.